Guten Tag und willkommen zurück zu Let's Play DayZ. Und wir haben schon wieder Zuwachs bekommen. Mann, es werden immer mehr und es ist eigentlich nur noch eine Random-Gruppe hier. Aber hallo. Egal. Hallo. Die anderen Trottel sind wieder dabei. Die anderen Trottel? Hallo. Moin. 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 So, jetzt hol dich ihn ab. Ja, hol mich mal ab, bitte. Wie alt bist du denn? Ich lieg noch an dem See bei dem Boot. Da noch? Ja, natürlich. Ich war doch AFK und hab dabei was gegessen und sowas alles. Alles klar, gut. Dann hier machen wir gleich einen Schnitt. Nö, das ist alles eiskalt drauf. Wo seid ihr denn? Ich kann mich ja auch an... Hast du vielleicht einen Kompass? Ja, ja. Ja, dann lauf mir mal entgegen so in Richtung... Einfach nach Norden laufen. Okay. Kompass, wo bist du dann? Da. Alles klar. Norden. Norden ist da, wo das N ist. Nein, wo der rote Pfeil ist. Alles klar. Wo komme ich denn da raus? Da kommst du dann am Ende von dem... Eigentlich müsstest du nur durch diesen großen Wald durch und dann, siehst du es schon. Dann siehst du irgendwann so einen Antennenmast, irgendwie so ein Radio-Tower, Dingsbums auf dem Berg und da ist das Airfield auch. Ah ja, okay. Ach, ernsthaft, da wollen wir jetzt hin und das, obwohl hier 30 Leute auf dem Server spielen, ob das eine gute Idee ist? Ja. Ja, schauen wir mal. Ich weiß schon, dass ich jetzt schon tot bin. Das ist mein Motto. Jetzt schon tot? Jetzt hier bei so einer Burgruine. Kennt die jemand? Ja, Devil's Castle. Geh da nicht den Turm hoch, bitte. Da ist letztens einer von uns runtergefallen. Ach, geil. Eingefallen. Ich hab gar keinen Kompass mehr. Fällt mir gerade auf. Naja, ja, aber den hab ich. Ah, okay. Ja. Gut, dass ich Chernarus ja besser kenne als Bremen. Dann ist das kein Problem. Ey, aber sag mir bitte, dass diese Burgruine näher an dem Airfield dran ist, als der Standort, wo ich vor einer Stunde war. Es gibt drei Punkte. Es gibt verschiedene. Es gibt Rock und es gibt Devil's Castle, glaube ich. Ich glaube, es gibt drei. Rock ist relativ bei Elektro, Sub ist irgendwo so in der Mitte und Devil's Castle ist ganz oben, rechts vom Airfield. Ja, da. Ist das auf der Karte eingezeichnet? Ja. Da. Wäre ich ja gar nicht so falsch gelaufen, wenn es das ist. Du müsstest irgendwann an eine geteerte Straße kommen. Wer jetzt? Du. Achso, ja, alles klar. Musst du erstmal was essen. Ja, ich laufe jetzt hier einfach erstmal durch den Wald und dann mal gucken, wo ich so rauskomme. Irgendwie Angst bei 30 Leuten, dass mich gleich eine umschießt. Mitten im Wald. Und dann liege ich hier und weine. Habt ihr denn derweil irgendwas Geiles gemacht, gefunden oder so? Mhm. Ihr seid wahrscheinlich jetzt full equipped. Mhm. Ah, voll lame. Nee, es geht. Halt das Glück gehabt, dass ich irgendein Opfer gefunden habe, full equipped war. Dem habe ich eine komplett ausgerüstete Mose genommen. Inklusive Ziel. Okay, du bist ein bisschen abgehackt manchmal. Ich glaube, dein Mikrofon ist ein bisschen komisch eingestellt. Ist zu leise oder mein Pegel ist zu niedrig. Nein. Ach so, du läufst nach Norden, ne? Dann lauf jetzt mal komplett nach Westen, bitte. Dann mach mal bitte alles anders jetzt. Ja, gut, das mache ich sofort. Westen. Komplett nach Westen, alles klar. Ja, oder so westlich mit dem Hang zum Norden. Ah ja, okay. Einmal westlich mit einem Hauch Norden, kommt sofort. Genau. To go, bitte. Ja. Ich schau mal, ob ich dich hier irgendwie finde. Also, was sehe ich denn? Was ist das?
Wasser. Kräne. Kräne? Ja. Durchaus. Jetzt. So, dann ist der jetzt ganz in Gruba. Da bist du schon... Oh, was ist denn da oben überhaupt? Da, wo du jetzt gerade bist? Ist auch nicht schlecht. Was ist denn da? Das ist neu, glaube ich. Aber so schnell bist du schon da komplett vorbei? Also hier ist nicht viel. Das ist eine große Halle, zwei Kräne, ein Steg oder ein Pier. Und das war's dann auch schon. Daneben noch ein paar kleine Häuser. Also so richtig viel ist das nicht. Moment mal. Also... Ich laufe jetzt mal zur Küste. Du bist an der Küste ja sozusagen, ne? Ja. Wenn da Wasser ist, bist du ja an der Küste. Ja, das bin ich. Gut, dann komme ich jetzt zur Küste. Ich versuche mal anhand der Karte irgendwie zu ermitteln, wo ich bin. Ich habe ja immer noch Karten. Kann man da irgendwo einsehen, wo der Spieler sich gerade befindet? Nee. Nee. Nee, das geht glaube ich nicht. Nur wenn du GPS hast, kannst du so ein bisschen sehen. Okay. Irgendwie. Ich glaube, meine Karte reicht einfach nicht weit genug. Das ist es. Ja, mir fehlt eine ganze Ecke. Müsste ich jetzt aus der Aufnahme raus, dann könnte ich das einsehen. Ja, nee, dann. Also ich bin jetzt hier bei Olscha. Soll ich mal gucken, ob ich ein Ortsschild finde? Ja, das wäre eine Möglichkeit. Aber wenn das wirklich nur so ein relativ, also einfach nur so ein Hafen ist mit ein paar Gebäuden, dann müsstest du da ganz rechts oben sein, da bei dem, keine Ahnung wie es heißt. Ist aber ganz schön schnell gelaufen gerade eben. Tja, weiß ich auch nicht so genau. Mal gucken. Macht mir natürlich ein bisschen Angst, weil das hier gerade super offenes Feld ist alles. So. Ja, hier ist auch World End irgendwie. Echt? Ja, ich bin da. Ich sehe es. Hier sind zwei Kräne. Drei Kräne. Eine große Halle davor. Ja, genau. Bist du bei den... Wo bist du denn? Ich bin bei den Häusern. Okay. So viel übrigens zum Thema World End hatten wir eben gerade kurz. Ja. Ich gucke auch schon jetzt hier so gen Horizont, ob ich dich irgendwo sehe. Da kann natürlich sein, dass du ganz fies da gerade über dem Abhang läufst. Alter, der Zombie hat mich... Was hat der Zombie dich? Abgehackt. Angesprungen hat er. Ah, ich seh dich. Komm, passiert. Ich seh dich. Ja, ich dich nicht. Ich bin links von dir. Jetzt bin ich hinter dir. Jetzt bin ich rechts von dir. Über dir. Ah, noch ein bisschen rechts. Rechtser, noch ein bisschen rechtser. Ja. Ach da, ja, alles klar. Ob hier irgendwas ist? Können wir mal gucken. Hier war ich noch nie. Das ist auch neu hier, das gab's früher nicht. Das sieht mir auch ein bisschen komisch aus, weil die Häuser hier auch total abgeschnitten sind. Stimmt. Ja, ist halt eher erstmal so hingeklatscht irgendwie, ne? Ja, richtig. Mal gucken. Cool, eine Wasserflasche. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Muss ihm gucken, wie hoch der Eingang zum Pub hier ist, ey. Okay, gucke ich mir gleich an. Ich kann mit Tritt rüber hochgehen hier. Kann diese Wasserflasche gerade irgendwie nicht aufheben. Achso, weil ich voll bin. Ha, kacke. So, alles klar. Jetzt bist du dabei. Gute Wasserflasche. Ach, hier ist so ein Kopfbahnhof. Wo bist du hingelaufen?
die Straße runter, hier zu diesem Bahnhof. Der Kugel mit so Loren oder sowas, wie heißen die auch noch? Dresinen, durch die Gegend fahren könnte. Okay, da unten läufst du. Ja cool, ich hab zwar keine Ahnung, wo ich bin, aber irgendwie sieht das hier auch ganz gut aus. Och, endlich eine M4 gefunden. Glückwunsch. Och, endlich. Sehr cool. GZ. Nix drin hier. Gar nix. Nee, auf den ersten Blick nicht. Doof. Denke ich, was ist los? Ich denke, kommt gleich ein Azeroth raus. Ich laufe hier 20 Minuten, ich drücke eigentlich nur nach vorne, dann gucke ich wieder nach oben, da gehen die Wolken wieder von rechts nach links, ey. Ich hab das ey. Steckt dir eine 5-Cent-Taste, eine 5-Cent-Münze irgendwie. Der Lichtblick ist, dass ich bald verdurste. Dann hat das Elend hier auch ein Ende. Na ja, gut. Ach, schön. Wurde ja mal Zeit. Endlich verdurstet. Habt ihr schon mal in den Autos selber was gefunden? Also jetzt nicht unbedingt im Kofferraum? Ja. Achso, wie? Wo? Sondern man kann ja auch die Türen aufmachen. Von so einem Auto. Oh, hier liegen ja Klamotten. Was für Klamotten? Also Schuhe waren da im Kofferraum. Jetzt hätte ich irgendwie erwartet, dass in dem Polizeiauto irgendwas Tolles liegt. Aber nein. Da liegt bestimmt hier in der Mülltonne Schöneres. Er bepackt doch. Hallo, einmal nach Azeroth bitte. Ach, das sind hier die ganz neuen Gebäude, diese... Ja, das hier. So kleine Kiosk-Dinger. Ja. Was ist eigentlich die Mehrzahl von Kiosk? Kioske. Kioske? Ernsthaft? Hätte ich jetzt erwartet, dass das falsch ist. Aber Kiosk klingt auch irgendwie doof. Was ist das denn jetzt? Ich bin irgendwie durchgepackt. So, ja. Wollen wir zum Dingsbums? Ja, wir können zum Dingsbums. Wo sind denn die anderen auch beim Dingsbums? Ja, die sind auch beim östlichen Dingsbums. Also zumindest What the fuck? Lars, aber Senki ist ja derzeit noch im... Nicht die geringste Ahnung, wo ich bin. Ist noch verhindert. Ich vermute tatsächlich, ich habe gerade mal diese Burg untersucht. Ich glaube, das war das, was ihr meintet, da rechts oben vom Airfield. Ja, du bist ja nicht so fern davon. Nee, ja, das heißt aber auch, dass ich immer noch genauso weit weg vom Airfield bin wie vor einer Stunde. Ich bin nur auf am anderen Ende losgelaufen. Ach so, gut. GZ. Eine Stunde meines Lebens verschwendet. Ach ja. Kann man mal machen. Oh, ich hab Hunger. Ja, ich auch. Und ich leck hier ganz schön. Also irgendwie in den neuen Gebieten ist das schon ganz krass. Ich hau mich mal hier eben in den Busch und ess was. Ja, ich denke auch gerade da, wohl hier am Rand der Karte eigentlich. Ja, verlass es nie. Ne. Bevor uns jetzt einer umschießt. Aber warte mal eben, wenn du jetzt wieder vorläufst, dann finde ich wieder nicht zurück. Nee, ich gehe nur zu dem Gebäude hier. Ja. Was hab ich? Du hast doch diese Mosin, oder? Ja. Da, im Gebäude auf dem Airfield habe ich noch eine Mosin abgelegt, die hat ein Zielfernrohr und so Schnick. Und so Schnickschnack wolltest du wahrscheinlich sagen. Ja. Du musst dein Mikrofon echt ein bisschen empfindlicher machen, Lars. Den mache ich sofort. Moment. So, welches Gebäude bist du rein? Nee, gar nicht. Achso, da ja, ich sehe. Ja. Ich sag ja, ich bin blind. Ist dieser Antennenturm. Kannst du den sehen, ja, ne? Ja, ganz in der Ferne, ja, durchaus. Ja, und dahinter ist das Airfield. Ah ja, ist klar. Das ist doch mal eine gute Richtung. Mich irritiert das immer, dass die ab und an so Tore scheppern und sowas alles. Hm. Ist das auch ein Bug oder ist das beabsichtigt? Das ist irgendwie die Hintergrundsounds. Das war bei der anderen auch, bei der Mod auch schon so. Okay. Eigentlich ganz geil, wenn man sich daran gewöhnt hat. Vorher, sonst ist man immer leicht in Panik geraten. Nur schade ist, dass die Musik nicht mehr da ist. Ja, stimmt. Ach, Musik gab's auch, alles klar. Ja, es waren eher so kleine, ultra gruselige, kleine Sounddateien, so, weiß ich nicht, so 20 Sekunden oder was.
Okay. Aber es war immer sehr stimmungsvoll.